Der Endspur, der 555 ist nett für kleine Synthesizer-Schaltungen und so. Wenn ich aber jetzt eine Takterzeugung machen möchte für einen Mikroprozessor zum Beispiel, dann werde ich das nicht mit einem 555er machen. Der hat mit Abstand nicht die Stabilität, die wir brauchen, die Basisstabilität von einem wirklich sinnvollen Oszillator. Und es gibt zwei Dinge, die wir besprechen müssen, um dieses letzte doch wichtige Themengebiet noch abzudecken, wie ich meinen Takt mache. Also wenn ich irgendwo einen Mikrocontroller einsetze, dann ist der vielleicht mit 20 MHz getaktet, vielleicht mit 8 MHz getaktet. Irgendwo möchte ich diesen Takt herbekommen. Und in der Regel bekommt er den über einen sogenannten Schwingquarz. Und ein Quarz ist im Grunde ein elektromechanisches Bauteil, da ist tatsächlich drinnen ein Quarzkristall, der in mechanische Vibration versetzt wird und aufgrund seiner Geometrie halt eine gewisse Frequenz hat, auf der er gerne schwingt. Und das kann man verwenden, zum Beispiel als Filter, dass ich sage, ich lege ein Signal von außen an und bei gewissen Frequenzen ist er halt wieder Omega als bei anderen Frequenzen. Bei gewissen Frequenzen ist er hoch Omega. Also das ist eine Anwendung, die ich ganz direkt machen kann mit dem Quarz, dass ich den Quarz unmittelbar als Filter verwende. Was die Funker ja zum Beispiel sehr gut wissen, dass das Ganze hervorragend geht. Solange man nicht die doppelte und die dreifache Frequenz und so. Ja, kann durchaus auch beabsichtigt sein. Wenn man was auf die Gläser schaut. Sind Not-Gates. sind Not-Gates, sonst wären es ein Puffer. Da müssen sie alle gefüllt. Also die Inverterpunkte sind diese Aspekte gefüllt. Ja. Ist so. wenn ihr euch erinnert an die Filter, dann kann man eben bei den Filtern nicht nur gewisse Frequenzen bedämpfen und andere Frequenzen verstärken, sondern man kann mit Filtern auch eine Phasendrehung herbeiführen. Dass dann das Signal zum Beispiel um 90 Grad oder 180 Grad in der Phase gedreht. Und 180 Grad in der Phase gedreht heißt dann nichts anderes als das Vorzeichen umgedreht. Nicht? Wenn immer es da drauf geht, geht es jetzt runter, weil es halt 180 Grad in der Phase weiter oder zurück ist, das ist ja dann schon egal, in welche Richtung man dreht. Also kann man mit einem Quarz einen Filter bauen, das sind diese beiden Kondensatoren hier dazu, dann ist es der Gesamtfilter, der die Frequenz, auf der diese ganze Schaltung schwingen soll, auf der Frequenz eine Phasendrehung 180 Grad herbeiführt. Und dann sehen wir jetzt sofort mit diesen Not-Gates, warum das schwingt. Das ist selbstverstärkend. Wenn wir hier gerade eine 1 haben, dann haben wir 180 Grad in der Phase gedreht eine 0. Das heißt, dann passt das, dass da am Eingang wieder 0 anlegt, also muss da eine 1 anlegen und so wird dann eben diese Frequenz in diesem System erhalten. Während wenn ich irgendwo eine andere Frequenz da hineinstören möchte, nicht? Also anstarten wird das in der Regel aufgrund von thermischen Rauschen. Ich habe alle Frequenzen da und bei der einen Frequenz habe ich halt genau diesen stabilen Zustand. Bei der anderen Frequenz geht das nicht. Bei der anderen Frequenz habe ich nicht die 180 Grad Phasenverschiebung. Das heißt, dass nicht immer, wenn da 1 ist, am Eingang 0 ist, sondern manchmal ist dann quasi am Ausgang gerade 1, aber man kommt am Eingang 1 her, dann möchte er am Ausgang wieder ausschalten und so kommt er quasi nicht dazu, dass er in diesem stabilen, rückgekoppelten Zustand ist. Das zweite Notgate ist nur als Buffer da, weil wir gerade vorher noch gesagt haben, bei 55er, man sollte einen Ausgang nicht belasten, sollte ihn immer buffern, sodass es egal ist, welche Last man hier am Ende anschließt. Und die Widerstände sind im Wesentlichen hier, damit das Ding einschwingt. Also theoretisch bräuchten wir nicht, ich könnte das quasi weglassen, Widerstände, könnte ein Modell aufstellen für wie funktioniert dieses Ding und sagen, super funktioniert. Aber ohne den Widerstand kann sein, dass es in der Praxis nicht anschwingt. Und ohne den Widerstand kann sein, dass wir den Ausgang quasi sehr stark belasten von diesem Gatter in diesem Einschwingprozess. Und damit, dass wir hier einen Widerstand haben, begrenzen wir den Strom, den wir aus dem Gatter rausnehmen, am Ausgang. Und dann schwingt das eben besser.
Normalerweise, wenn ich einen Schwingquarz verwende, um zum Beispiel einen Mikrocontroller mit seiner Taktfrequenz zu versorgen, hat der Mikrocontroller diese Schaltung eingebaut. Von außen schließe ich dann nur noch den Quarz an und diese beiden Kondensatoren. Also wenn jemand schon mal eine Schaltung gebaut hat mit einem Mikrocontroller, der eben mit einem eigenen Quarz seine Taktfrequenz bekommt, dann kennt man quasi diese Schaltung hier unten. Der Quarz und die beiden Kondensatoren, die meistens 22 Pikofarad sind. Das hängt auch vom Quarz ab. Hängt auch vom Quarz ab, aber das ist dieser typische Wert. In der Regel geht es auch ganz ohne, dann hat er eine völlig andere Frequenz, aber die Streukapazitäten reichen aus, damit der Zustand eintritt bei irgendeiner Frequenz, die grob in der richtigen Größenordnung liegt von der Frequenz. Das habe ich auch schon gesehen, dass Leute gedacht haben, wozu brauche ich die Kondensatoren und dann einfach weglassen. Und das funktioniert ganz hervorragend, bis man irgendwas macht, bei dem es wichtig ist, dass die Taktfrequenz auch tatsächlich stimmt. Und dann kommt man drauf, der rennt die ganze Zeit in einer völlig falschen Taktfrequenz, weil eben diese Kondensatoren fehlen. Also mir wäre jetzt in den Fällen, wo ich das getroubleshootet habe, wo mir jemand quasi gekommen ist mit seiner Schaltung und schau, habe ich auf einem Breadboard gebaut, aber wenn ich da die Hand hinhalte, dann geht es nicht. Ne? Naja, das ist genau das. Du veränderst die Streukapazität von dem Aufbau. Ne? Das da rauskommt, da ist es ein Rechteck. Könnte also eher recht flach sein? Nein, also im Grunde ist die Frage, die du stellst, nur nach der Geschwindigkeit von diesem Gatter. Und wenn dieses Gatter quasi ein ideales Gatter ist, das unendlich schnell am Ausgang schalten kann, dann ist das auch ein perfekter Rechteck. Natürlich, wenn ich auf diese Art und Weise eine vergleichsweise hohe Frequenz erzeuge, dann werde ich im Ostseebild dann schon sehen, dass das nicht ein perfektes Gatter ist. Aber in der Theorie, das als ideale Schaltung, hat hier ideal steile Flachen. Wird das nicht unendlich viel Strom brauchen, ne? Für eine, ja, natürlich. Um eine beliebig kleine, aber endliche Kapazität und null Zeit umzuladen, brauchst du einen unendlich großen Strom. Aber aber das ist ja alles ideal, das heißt, wir haben null Kapazität zum Umladen. Und so. Gut, also das ist der eine Teil, und wenn man auch nur sehr kleine Projekte macht, der Mikrocontroller und so fortkommen, dann braucht man diese Schaltung hier unten. Man muss jetzt noch nicht verstehen, warum sie funktioniert, aber das ist ein Ding, das einem immer wieder unterkommt. Ist eigentlich so ein Quarz auch ein Bauteil, was man so kauft? Ja, ist ein Bauteil mit Drahtteilen dran. Aber wenn du es aufmachst, dann siehst du, dass drinnen ein kleiner Kristall ist. Und was kostet so ein Quarz? Ist der gut teuer? Nein, also es hängt. 2-3 Cent. Das hängt davon ab, wie genau er sein soll. Man dachte, das ist was für ein Quarz. Wie genau und in welchem Stückzahl? Ja. Genau, also die Stückzahl natürlich immer. Und entweder gibt es als kleines Bauteil, kostet ein paar Cent, das ist auf, weiß ich nicht, 10 ppm genau oder was auch immer. Was ist denn teurer? 20 ppm, also. Aber du kannst natürlich quasi genauso gut das irgendwie haben mit Temperatur stabilisiert und was weiß ich was alles. Aber das Wesentliche, was den Quarz bestimmt im Preis, ist seine Genauigkeit. Weil das wirklich eine mechanische Eigenschaft ist. Also der muss quasi mechanisch geschliffen sein auf die Geometrie, die dann zu diesen Frequenzeigenschaften führt. Und ich weiß gar nicht, wie die das machen, aber die Schwingung in dem Quarz ist wirklich eine mechanische Schwingung, eine Druckänderung. Der Schall in dem Quarz, das ist halt ein paar Megahertz-Ton, nach dem ich das verstehe. Der hat, wie eine Stimmgabel. Also es schaut anders aus. Aber ja, dann.
Wir haben auch welche Bauteile von dem Endo, da kannst du einfach schauen. Auf der Effekt ist ein Piezo-Effekt, oder wie ist das? Warum? Es gibt andere Bauteile. Da musst du jemanden fragen, der mehr Ahnung von Kristallographie hat. Also. Also ich, meinem Verständnis nach ist die Anregung eine piezoelektrische Anregung, aber ich weiß es nicht genau. Also ich habe jetzt welche mit Zweifelklemmen gefunden, die kosten 80 Cent, 50 Cent. Ja, siehst du, kriegst schon zwei Mikrocontroller drauf. So, also das ist das eine. Auf diese Art und Weise bekommen wir eine Frequenz. Parts per Million. Was macht das jetzt in dem Zusammenhang? Ich kann das jetzt nur vom Gas konzentrieren. Achso, damit ist die Abweichung vom angeschriebenen Wert gemeint. Also wenn ich quasi ein 4 MHz Quarz habe und eine Genauigkeit von 1 ppm, dann heißt das plus minus 4 Hertz. Und jetzt muss ich nochmal eine Frage stellen. Und so ein Quarz altert der und kriegt dann eine andere Schwingung oder wie ist das? Ich glaube, ich weiß es nicht. Ich glaube, dass die Alterung von Quarzen jetzt nicht so tragisch ist wie von, also weiß ich nicht. Ein Elektrolytkondensator zum Beispiel, der altert ganz klar. Ja. Aber beim Quarz glaube ich nicht, dass es da irgendwelche regulären Effekte gibt. Weiß ich, zählt natürlich ab, welche Temperaturzyklen der durchmacht und so weiter. Naja, wenn es eine mechanische Tätigkeit ist. Ja, aber es ist eine Schwingung in einem Gitter. Es ist jetzt nicht so, dass da Teile wären, die einander reiben, okay. Oder so. Und quasi so Schwingungen in einem riesigen, kristallförmigen Molekül kannst du eigentlich machen, ohne dass Abnutzungen entstehen. Ähnlich wie beim Piezo? Das ist ähnlich wie beim Piezo, auf der Piezo-Effekt, wo du kannst, wenn man Spannungen legt, dass er sich verzerrt. Wenn es ja, da haben wir vorher schon gesagt, ich kann diese Frage jetzt nicht so genau beantworten. Angeblich ja, aber ich könnte ja. Also die Anregung ist irgendwie piezoelektrisch, aber wie quasi genau, was dann quasi eine Feldgröße, eine E-Größe ist, wie die Energie hin und her pendelt zwischen elektrischen und mechanischen Größen, keine Ahnung. Ich weiß nur, es gibt urviele verschiedene Arten, wie Quarze geschliffen sein können zum Beispiel, die halt immer damit zusammenhängen, wie das zum Monokristall ausgerichtet ist, und die haben dann ganz, ganz unterschiedliche Eigenschaften für je nachdem, wie das Bodeplot dann ausschauen soll von diesem Quarz. Also da gibt es Leute, die machen ihr ganzes Leben nichts anderes als Quarze, und für mich ist es so ein Ding, das man neben dem Mikrocontroller tut, dann wieder rennt. Ich habe noch eine Frage. Bei AVR-Mikrocontrollern habe ich gelesen, dass man einen 1 Megaohm-Widerstand parallel schalten soll dazu, damit der länger hält oder sowas. Also wahrscheinlich, damit er stabiler anschwingt. Das wäre der. Ja. Ist das genau dieser Widerstand? Nehme ich an. Das heißt, der ist einfach nicht im AVR drinnen eingebaut, deswegen muss man den extern dran. Würde ich annehmen. Aber ich kenne jetzt das konkrete Datenblatt oder so nicht. Und aber eigentlich zu der Diskussion vorher, warum man 555er durch einen Mikrocontroller ersetzt, so, der Quarz ist eigentlich dann schon immer inhärenter Bestandteil, oder komme ich bei billigen Sachen ohne den aus? Du kommst doch ohne den aus. Also gerade Mikrocontroller haben oft einen internen RC-Oszillator, der quasi ein bisschen so funktioniert wie ein eingebauter 555er. Nur stromsparender, das war vielleicht noch ein Punkt bei 555er, den man auf den Tisch fallen haben lassen, dass damit der schön stabil rennt, braucht man schon ein bisschen größere Ströme, die da hin und her fließen, während wenn ich einen Chip habe mit einer eingebauten Kapazität für so einen RC-Oszillator, dann kann das sehr, sehr stromsparend auch vonstatten gehen. Aber im Wesentlichen habe ich dann quasi den gleichen Mechanismus für die Takterzeugung, ist aber nicht sehr genau. Also ich habe schon ein Experiment gemacht, wo ich mit einem Mikrocontroller USB in Software gesprochen habe, mit einer fertigen Library dafür. VUSB. Genau, das ist die VUSB-Library. Und da hat man zum Beispiel das Problem, dass die Genauigkeit von dem RC-Oszillator von so einem AVR nicht ausreicht, um
USB zu sprechen. Also musst du, oh stimmt, also musst du hergehen und musst ein paar Hacks machen, um den zu kalibrieren. Das heißt, du kannst hergehen, also was die VUSB-Library macht, die zwingt die Gegenstelle, um ein Reset im USB zu machen. Und dann gibt es einen Puls definierter Länge und den vermisst der AVR und sagt dann, gemessen an meiner internen Taktfrequenz, bin ich jetzt ein bisschen zu lang oder ein bisschen zu kurz mit diesem Puls, ändert ein bisschen das Tuning von diesem RC-Oszillator und löst ein neues Reset aus, bis das Timing passt. Und dann ist es verbunden als USB-Gerät. Das heißt aber, wenn du so ein VUSB, das mit Selbstkalibrationsding nimmst und dann USB-Slot ansteckst und dann die ganze Installation nimmst und raustragst und draußen ist es kälter, kann sein, dass nach 10 Minuten auf einmal das Betriebssystem sagt, mit dem USB-Gerät mag ich nicht mehr reden. Du musst es abstecken und wieder anstecken und dann geht die Selbstkalibration nochmal von vorn los und dann hat er die richtigen Kalibrationsparameter für die neue Temperatur gefunden. Und wenn ich das über einen Quarz mache, dann habe ich das Problem nicht. Es ist piezoelektrisch, die. Ja. Okay. Wir haben jetzt diesen ersten Teil. Wir können eine Frequenz erzeugen mit diesem Quarz. Das ist sehr praktisch. Wenn ich aber ein größeres System habe, dann reicht mir in der Regel eine Frequenz nicht. Sondern ich habe irgendwie da einen Prozessor, den hätte ich gerne irgendwie mit 8 MHz getaktet, da ist ein anderes Ding, das hätte ich gerne 20 MHz, dann habe ich vielleicht einen Gigabit Ethernet-Controller, der hätte ich gerne 144 MHz, dann habe ich da irgendwie einen FPGA, da möchte ich irgendwie gerne mit 100 MHz rein, was auch immer. Also ich brauche oft viele verschiedene Frequenzen in einem Gesamtsystem. Und eine Möglichkeit, die zu erzeugen, wäre natürlich, dass ich zu jedem Ding einen Quarz daneben hinhänge, der dann eine Frequenz für dieses Untersystem erzeugt. Das hat Vor- und Nachteile, das so zu machen. Die schöne Art, das zu machen, ist aber quasi, indem man nur einen zentralen Frequenzgeber hat, einen Quarz, dann kann man auch 80 Cent und 40 Cent für den ausgeben, damit er ein bisschen genauer ist. Und dann erzeuge ich mir alle anderen Frequenzen von dieser einen Frequenz. Und das mache ich über ein Bauteil, das ich PLL nenne, eine Phase-Locked Loop. Eine Phase-Locked Loop schaut folgendermaßen aus. Die hat einen Eingang, da kommt ein Taktsignal hinein. Einen zweiten Eingang, da kommt ein zweiter Takt hinein und einen Steuerausgang. Und was die PLL jetzt macht, sie versucht den Steuerausgang so einzuregeln, dass die beiden Eingänge hier phasengleich sind. Das heißt, beiden Takte laufen mit exakt der gleichen Frequenz und gehen zum exakt gleichen Zeitpunkt von Low auf High oder von High auf Low. Also diese beiden Takte laufen im Gleichtakt. Das ist die Idee. Wie macht die PLL das? Es gibt ein paar verschiedene Arten, wie man diese Funktionalität herstellen kann. Aber die wesentliche Idee ist, die PLL schaut, wo ist die positive Flanke zuerst. Und wenn in dem einen Eingang die positive Flanke ein bisschen früher kommt, dann regelt er den Ausgang ein bisschen höher im Potenzial. Bei dem anderen regelt es ein bisschen runter. Und das Einzige, was jetzt eben sein muss, ist, dass hier eine Schaltung ist, die bewirkt, dass wenn das Steuersignal ein bisschen weiter rauf geht, die Potenzial ein bisschen weiter runter, dass dann die entsprechende Flanke etwas früher oder etwas später kommt. Sprich, dass die Frequenz von einer oder beiden Signale leicht variiert wird, dadurch, dass diese Ausgangsspannung variiert wird. Sagen wir wollen jetzt einen Takt erzeugen, der n-mal größer ist als der Eingangstakt. Also einen Takt n-mal dividieren, da brauche ich sowas eigentlich nicht. Das haben wir uns schon mal angeschaut, wie man das machen kann, indem man Flipflops zueinander schließt, dass ich dann auf einen Takt, was ich habe, der irgendwie, weiß ich nicht, 100 MHz hat und dann, oder 128 MHz, dann mache ich 1 MHz draußen, wenn ich so 7 solche Flipflop-Stufen mache. Also sagen wir wissen, wie man einen Takt dividiert, das ist diese durch N-Einheit. Aber wir wollen jetzt einen Takt multiplizieren, wir wollen mit
mit 1 MHz hineingehen und wollen 100 MHz herausbekommen. Und das machen wir, indem wir so eine PLL nehmen. Und die schließen wir an einen VCO an, einen spannungsgesteuerten Oszillator, der in der Lage ist, in der Gegend von 100 Hertz zu laufen. Und wie schnell er genau läuft, das regeln wir eben über diese Spannung in einem sehr, sehr kleinen Bereich. Das heißt, wir kriegen jetzt hier Pulse hinein, also wir kriegen hier eine Steuerspannung hinein, wir kriegen hier 100 Pulse zum Beispiel raus, und weil wir dann hier durch N dividieren, also durch 100, haben wir dann quasi nur noch einen Puls alle 100 Mal. Und dieser ein Puls, dieses 1 MHz-Signal hier, geht zurück in die PLL, das heißt, wir steuern hier 1 MHz von extern zu, wir haben 1 MHz über den Rückkopplungsweg und ein Steuersignal, das sagt, das hier ist gerade ein bisschen zu langsam oder ein bisschen zu schnell. Und über den Steuerkanal regelt die PLL dann, dass diese beiden Takte immer gleichzeitig reinkommen, so dass dieses 1 MHz genauso ausschaut wie dieses 1 MHz. Wenn man die beide mit einem Oszilloskop vermessen würde, hätten wir exakt die gleiche Wellen von untereinander. Nur, dass wir dieses Megahertz erzeugt haben, indem wir diese Frequenz durch 100 dividiert haben. Das heißt, wir haben hier 100 Megahertz. Und so kann ich eine PLL verwenden, um aus einem kleinen Takt einen großen Takt zu machen. Also ich kann auf einmal Frequenzen hochmultiplizieren. Und weil das alles verschränkt ist mit diesem Eingangstakt, reicht das, wenn ich hier eine ganz stabile Referenz habe. 10 MHz ist ein üblicher Wert für eine Referenz in einem System. Und dann kann man alle anderen Takte von diesen 10 MHz ableiten. Und es kann sein, dass ich hier für die 10 MHz irgendwie einen super präzisen Frequenzgeber habe, der irgendwie einen eingebauten Ofen hat, der sicherstellt, dass er immer auf exakt der richtigen Temperatur ist und so weiter und so fort. Und dann kann ich alle meine anderen Takte davon ableiten. Wenn man Messgeräte anschaut, viele Messgeräte haben hinten einen 10 MHz Referenzeingang, weil das oft üblich ist in Messlabors, dass man irgendwo eine eigene Kiste hat, die nichts anderes macht, als einen ganz stabilen 10 MHz Referenz zu erzeugen. Und die tut man dann überall hin. Und alles erzeugt sich dann aus dieser einen Referenz. Oder aus dem GPS-Ableiten. Ja. Also wir haben hier diesen Divider, der de facto dann mal macht, weil er was danach ist. Wir können natürlich auch einen Divider davor setzen. Damit können wir dann nicht nur ein ganzzahliges Verhältnis hoch multiplizieren, sondern wir können im Grunde jeden Bruch ausdrücken, indem wir quasi so Divider und Multiplier... Ganz vorne den Divider. Genau, wir können ganz vorne zum Beispiel einen Divider machen. Wir können sagen, wir dividieren zuerst durch 3 und dann multiplizieren wir mit 5. Und dann hätten wir quasi am Ausgang 5 Drittel von der ursprünglichen Taktung. Wie sieht das auf die Genauigkeit aus? Also der Quarz hat 20 ppm und jetzt multipliziere ich das, dividiere das und so weiter. Wie schaut das mit der Genauigkeit aus? 20 ppm. Immer noch 20. Ja, also es kann sein, dass das Jitter größer wird, also dass quasi, wenn du es im Spektrum anschaust, dass du dann breitere Seitenbänder hast, aber der Takt selber, also die Mittelfrequenz von dem, was du ausspuckst, hat exakt die gleiche Genauigkeit wie das ursprüngliche Quarz, weil du es eben phasenstabil hältst über die PLL. Und das Quarz zwischen der linken und der rechten Seite von dem Divider. Weil der Divider braucht ja auch eine Zeit, bis er dividiert mit den Flipflops. Das heißt, wenn man links und rechts... Dieses Signal ist nicht mehr phasenstabil. Also dieses Signal ist nicht mehr in Phase mit dem Signal, dass die steigenden Flanken exakt gleich sind, aber vorausgesetzt, dass dieses System hier eine feste Durchlaufzeit hat und so, dieses System hier, ist trotzdem phasenstabil. Wenn sich natürlich die Durchlaufzeit von dem Divider ändert, weil die mit Temperatur driftet und so, dann kann es sein, dass die Phase von dem Signal zur Phase von dem Eingangssignal driftet. Aber es ist nur ein Phasendrift. Ich verliere keinen einzigen Takt. Also, und damit ist es quasi gleich genau, weil wenn ich da etwas habe, was mit 10 MHz oszilliert und ich warte quasi ein Jahr und ich multipliziere das hoch mal 100 und dann dividiere ich das wieder runter und was auch immer, aber es sind alles phasenstabile Schritte,
sondern fülle ich auf der anderen Seite auch über das gesamte Jahr keinen einzigen Schritt und bin eben auf der gleichen Genauigkeit. Hängt halt davon ab, was man genau machen möchte, da kann es dann eben sein, dass das Flanken-zu-Flanken-Jitter, wie man quasi in der Zeitdomäne dazu sagen würde, oder die Seitenbänder, wenn es in der Frequenz kann, so ausgeht. Wenn das für dich ausschlaggebend ist, dann kann es sein, dass so ein System einen zusätzlichen Fehler einbringt in den Erfahrungszeugen. Gut, das heißt, wenn ich ein System bauen möchte, wo viele digitale Komponenten vorkommen, habe ich eben irgendwo einen Quarz und dann eine PLL oder mehrere PLL, die dann die anderen Takte in dem System aus dem einen Referenztakt erzeugen. Da gibt es fertige Bausteine, die die PLL beinhalten, die spannungsgesteuerten Oszillator beinhalten, die diesen Divider beinhalten oder einen Divider davor beinhalten, wo ich dann über I²C oder was auch immer einfach einstellen kann, ich hätte jetzt gerne diese oder jene Frequenz und ich bekomme dann auch genau diese oder jene Frequenz raus. Auch viele FPGAs oder eigentlich alle FPGAs haben sowas eingebaut. Also es ist sehr üblich, dass man FPGAs mit einem 100 MHz Takt ansteuert, aber wenn man sich anschaut, was in einem FPGA passieren kann, da ist es ohne Problem auch möglich, eine 500 MHz Clock Domain noch zu haben. Dazu brauche ich aber nicht einen externen 500 MHz Clock, sondern ich verwende einfach die PLL in dem FPGA selber, um mehrere Takte zu erzeugen. Wenn ich in VHDL ein Enable-Signal mitschreibe, implementiere das über die PLL dann? Ein Enable-Signal? Ein Enable-Signal. Ein Enable-Signal wofür? Na, wenn ich die Clock habe, die normale Clock habe und dann ein bisschen raufzähle, sodass dann regelmäßig ein Enable-Signal kommt, so alle so und so oft, löst ihr das dann über so eine Clock? Nein. Also, weil das ist ja schon eine synchrone Schaltung. Das heißt, die rennt schon mit einem Takt, den du quasi vorgibst. Und ist dann einfach nur über einen Zähler und einen Ausgangsflipflop implementiert. Ja, der Takt wird über das FPGA bestimmt. Und der wird so abgeleitet. Also, der verwendet hier eben auch einen Zähler. Aber wenn du in VHDL einen Zähler implementierst, wird er nie diese Ressource dafür instanzieren. Sondern da muss man schon explizit sagen, ich hätte jetzt gerne eine PLL. Und oft gibt es dann auch dezidierte Inputs, um zum Beispiel dieses Signal hier beizusteuern. Es darf nicht von einem beliebigen Input-Pin am Chip kommen, sondern es gibt dann quasi einen Pin, der auch unmittelbar bei der PLL sitzt. Und ich kann das ansteuern? Also kann ich VHDL schreiben, um die PLL anzusprechen? Ja, aber es ist nur eine Entity-Instanzierung. Also das hier ist quasi das ganze Ding, genauso wie du einen Chip kaufen kannst, der das kann und den auf dein Board drauflöten, ist das in VHDL eben ein Component, genau, das du instanzieren kannst und dann verwenden kannst. Meine PLL, Doppelpunkt, PLL oder so irgendwas. Ja, genau. Und dann hast du Parameter, mit denen du sagen kannst, was das Teilerverhältnis also sein soll. Die Art kann man sich auch ersparen, an Hochfrequenzen auf dem eigenen Board zu haben, oder? Wenn man einfach eine niedrigere Frequenz reinschickt und die dann. Genau, das ist auch der Grund, warum man das macht. Es ist einfach. Also du willst in der Regel nicht, dass dein ganzes Board ein Mikrowellensender ist. Also ich sehe mir so 100 MHz, das Höchste, was du meistens an Board-Level-Takten hast. Und 144 MHz, weil die Files für Gigabit Ethernet das wollen. Und die höheren Frequenzen machst du eher in den Chips. Aber ich habe im Ethernet Files sind 25 MHz. Das war sicher kein Gigabit-File. Ah, ja, nicht 100 Megabit. Gut. Ja, da gibt es einen Chip, den haben wir auch im Bauteilsortiment, den 4046 auf der 4000er Serie.
Und da ist eben so eine PLL mit eingebaut, VCO und so. Und da empfehle ich, dass man mal das Datenblatt dazu studiert und man kann natürlich auch einen Testaufbau machen, einfach also mal schauen. Aber die PLL in dem Chip hat zwei verschiedene Modi, um diese PLL-Funktionalität zu implementieren. Ich glaube, die heißen ganz unspektakulär irgendwie Modus 0 und Modus 1 oder was auch immer. Aber das ist jedenfalls interessant, sich das mal im Datenblatt anzuschauen, weil dort dann eben quasi geschildert wird, wie die PLL diese Regelungsaufgabe löst, dass sie ein Steuersignal erzeugt, das entsprechend ansteigt oder absinkt, je nachdem, welches der beiden Eingangssignale früher seine Flanke hat. Ja, wird die zwei Signale vergleichen, differenzial bilden und das dann rauswerfen an der Auto, ne? Es gibt, das ist eben die Idee, Listen aus der Datenblatt durch. Es gibt eine einfache Variante, die nur ein X-Oder-Gatter ist, und eine schwierigere Variante, die wirklich schaut, welche Flanke zuerst da. So, dann kann man natürlich noch andere Scherze machen mit den PLLs. Dass man zum Beispiel einen Takt erzeugt, der zwar gleich schnell rennt wie ein anderer Takt, aber ein gewisses Phasenverhältnis zu diesem anderen Takt hat. Man kann eben krumme Frequenzen machen, eben hier 8/3. Und ich würde sagen, das wäre auch was, was man in der nächsten Übungsgruppe zum Beispiel zum Dicker machen könnte, oder so als Hausübung, dass man sich diese Sachen mal anschaut. Und das möchte ich mir jetzt noch kurz anschauen und dann sind wir durch. Das ist das allerletzte. Sonst am Ende vom Skript. Ja? Wenn man Phasen verschieben macht, hat das irgendwas mit Addieren zu tun? Also bei diesem Dings, weil dann dividieren, hat es dann irgendwas mit Addieren zu tun? Das geht auch darüber, dass du nur die Frequenz hochteilst oder wieder runterteilst. Du kannst natürlich lösen, indem du, wenn du die Divider explizit machst mit Addierern, die einfach hochzählen, so dann ein festes Offset dazu zählst, um quasi von einer Phasenlage in die andere zu kommen. Es hängt halt davon ab, auf welche Ebene du es implementierst. Also wenn ich quasi den fertigen Chip zur Verfügung habe, der heißt PLL, dann wird das quasi anders ausgedruckt. Und wenn du jetzt den Xilinx-FPGA hast und dort quasi eine PLL instanzierst, dann musst du es eben auch über das Parameter-Set mitgeben, was du können musst. Und du schreibst nicht selber diesen Addierer, sondern du denkst in Termen von, da dividiere ich eine Frequenz und dann verwende ich die PLL und dann mache ich eine andere Division, solche Dinge. Gut, ich möchte, dass wir uns diese Sache hier noch kurz anschauen. Wir haben hier ein System mit einem Sender und einem Empfänger. Und diese Wellenlinie hier in der Mitte soll andeuten, dass hier eine große Distanz überwunden wird. Und das ist weit voneinander entfernt. Und wir haben uns das ja angeschaut, wie wir uns die getakteten Systeme angeschaut haben, die Digitalelektronik. Wenn ich jetzt irgendwie ein Datensignal habe, und dann eine Clock-Leitung, dann habe ich quasi hier mein Datenwort 1, und dann habe ich den Clock-Event und hier habe ich mein Datenwort 2 und der Sender, der updatet quasi gleichzeitig diese Clock und setzt die von 0 auf high und ändert diesen Wert hier. Und wenn jetzt das verzögert werden soll, zum Beispiel durch einen Flipflop oder anders übernommen werden soll, heißt dann, diese Taktflanke übernehme diesen Wert hier, also was kurz vor der Taktflanke war, das sind die relevanten Daten. Und was kurz nach der Taktflanke ist, das ist quasi schon das Neue. Und so um die Taktflanke gibt es quasi einen kleinen undefinierten Bereich. Und dann gibt es so Dinge, wir haben, glaube ich, kurz geredet über Setup-Time und so, dass man das
auch so machen kann, dass die Setup-Time und die Hold-Time verschoben ist, sodass ich dann Flip-Flops mache, die quasi einfach diese Signale ein bisschen verzögern intern. Was passiert jetzt aber, wenn das über eine lange, lange Leitung geht? Dann haben wir erstens das Problem, dass wir die Signallaufzeit nicht mehr so gut unter Kontrolle haben, weil es sein kann, dass es irgendwelche systematischen Unterschiede gibt zwischen der Datenleitung und der Clockleitung, die dann leicht verschoben ankommen. Und außerdem, wenn ich da in der Leitung halt verschiedene Impedanzsprünge und so habe, dann wird sich dieses Signal irgendwie ausschmieren, dass das nicht mehr so fein ist. Was sich da jetzt empfehlen würde dafür, ist, dass man dieses Clock-Event ein bisschen weiter vorher macht. Nicht? Weil das unmittelbar nach dem Clock folgt, ist ja mehr so eine Einschränkung, die vom Sender ausgeht, dass der halt genau einen Zeitpunkt hat, bei dem er seine Ausgänge auf den neuen Stand bringen kann. Und da macht halt Daten und Clock in einem Aufwasch. Aber auf der Empfangsseite ist quasi wurscht, was hier unmittelbar nach dem Takt kommt. Sondern wenn diese Flanke quasi stattdessen einfach hier passieren würde, hätte ich noch genau das Gleiche. Ich würde dieses Datenwort hier übernehmen. Aber ich wäre viel stabiler gegenüber kleinen Fehlern, weil jetzt die Änderung am Clock-Zustand nicht so unmittelbar an der Änderung von den Daten draufpickt, sondern weil das halt weiter vorne ist und die Daten noch länger den alten Wert behalten, bevor dann irgendwann die neuen Daten werden. Und eine Möglichkeit, eine Clock quasi so vorauszuziehen, ist, dass ich eben eine PLL verwende. Und da könnte ich jetzt hergehen und so eine PLL machen, in der ich einfach fix die Phasenlage verändere und einfach gesagt, ich schiebe die Phasenlage um ein paar Grad nach vorne und dann kommt eben diese Clock halt immer etwas früher, als sie ursprünglich kommen würde. Was aber auch geht, ist, dass ich hier so eine Schleife mache, wo ich sage, ich führe die Clock bis zum Empfänger und dann führe ich sie wieder zurück. Und damit habe ich dann natürlich die Clock, die hier reinkommt, ist jetzt phasenstabil mit der Clock, die ich da vorgebe. Aber das heißt, dass in Wirklichkeit einmal diese Laufzeit vorher schon der Empfänger war. Das funktioniert natürlich nur in einem gewissen Rahmen. Nicht? Wenn das jetzt irgendwie am Mond sitzt, wo ich mehrere Sekunden habe, da ist dann einfach irgendein ein Phasenunterschied. Aber wenn das irgendwie kleine Systeme sind, wo ich irgendwie schon weiß, die Laufzeit von hier nach da, das dürfte eine gute Größe sein, um die ich die Clock nach vorne ziehen möchte und nicht extrem, dass er dann in einem ganz anderen Datenwort zu liegen bekommt, dann ist das ein ganz brauchbares System, dass man die Clock so einmal im Kreis führt. Was oft vorkommt innerhalb von einem Chip, also auf dem Board klingt das irgendwie absurd, aber innerhalb vom Chip geht das ganz gut, dass diese Strecke hier viel kürzer ist als diese Strecke. Also quasi, ich habe innerhalb vom Chip ein kompliziertes Netzwerk, mit dem ich meine Clock überall hinbringen möchte, wo ich sie brauche. Und das dauert aber, weil das muss über viele, viele Puffer gehen und so weiter und so fort. Und dann gehe ich quasi her und habe am Ende von diesem Baum meine ganzen Flipflops und andere Dinge, die von dem Clock angesteuert werden. Und einer dieser Verbraucher ganz am Ende, das ist quasi die PLL. Dann habe ich genau das geschafft, dass diese Strecke viel länger ist als diese Strecke hier. Und ich habe quasi einen Takt, der von außen anliegt, der dann über ein unglaublich kompliziertes System geht, aber am Schluss phasenstabil mit dem von außen anliegenden Takt ankommt. Also wenn ihr mit FPGAs arbeitet, dann kann man da ein bisschen nachlesen, zu den Clock Distribution Networks und so, die wir haben. Und die brauchen eben immer solche PLLs. Da kann es sein, dass die Laufzeit von hier nach da deutlich länger ist als die Periodendauer von dem Takt. Aber am Schluss, wenn das im eingeschobenen Zustand ist, habe ich etwas, was sich verhält wie eine Clock, die quasi instantan vom Chip-Pin zum internen Verbraucher kommt. Okay. Das war das Ende von dem Kurs. Ja.